Hallo Leute, mein Name ist HotzST und ich begrüße euch zu dieser Folge meines Wildwasser-Kajakführers durch Griechenland. Heute behandle ich den Selenuntas, den letzten Bach in diesem Führer auf Peloponnes. Dieser Fluss stellt eine Alternative als Einstiegsbach dar, aufgrund seiner Nähe zu Patras. Die Schwierigkeiten sind jedoch vergleichbar mit dem zweiten Teil des oberen Erymanthos, und ich muss meinen Paddelurlaub nicht gleich mit einer solchen Herausforderung beginnen. Vom Erymanthos kommend fährt man Richtung Kalavrita, dem Skiort auf Peloponnes. Um direkt zum Einstieg zu gelangen, fährt man 2 Kilometer vor der Stadt Richtung Westen anstelle Osten. Um einen ersten Eindruck vom Wasserstand zu bekommen, fährt man jedoch durch Kalavrita bis an den Golf von Korinth und von da an auf der Autobahn bis zur Ausfahrt im Osten von Egio. An der Brücke über den Fluss kann der Wasserstand an der Wehrkrone abgeschätzt werden. Es sollte überall Wasser runterfließen. Um zum Ausstieg zu gelangen, fährt man auf der Westseite das Tal hoch und kann an der Brücke nochmals einen Blick auf den Wasserstand werfen. Fahrt ganz nach hinten durch das Kieswerk, das nachts abgeschlossen ist. Den Einstieg erreicht man über das Dorf Pizaki. Am Südende biegt eine Schotterstraße nach Osten ab. Der Einstieg befindet sich am Zusammenfluss zweier kleiner Bäche. Nach nur ein paar Paddelschlägen muss man auch schon wieder aussteigen für die obligatorische Umtrage auf der linken Seite. Der Selenuntas durchfließt eine abgelegene und unzugängliche Schlucht in einer malerischen Landschaft. Die nächsten paar Kilometer sind wunderbares, faires Spaßwildwasser. Wie immer muss jederzeit mit Holz gerechnet werden. Wenn sich die Schlucht etwas öffnet, beginnt der etwas schwierigere Abschnitt mit Drop-and-Pull-Action, zumindest bis zu einem Felssturz auf der linken Seite. Über die Jahre wurde bereits viel Material weggespült, was die Folgestrecke kontinuierlich verändert. Nicht jede Stelle hat eine klar ersichtliche Durchfahrt. Und somit muss man auch mal raus aus dem Boot, um sich einen besseren Überblick zu verschaffen. Abhängig vom Wasserstand kann es auch sein, dass es überhaupt kein Durchkommen gibt. Jedenfalls ist hier viel Kehrwasserhüpfen angesagt. Wenn sich das Tal öffnet, wird es wieder einfacher. Aber es gibt auch hier noch genügend Abenteuer, beispielsweise in Schlangenform. Wer hätte das gedacht? Auf diesen 16 Kilometer verliert der Selenuntas 270 Höhenmeter, was einem Gefäll von 17 Promille entspricht. Wenn links die abgebrannte Flanke sichtbar wird, ist man fast am Ziel. Und man kann nur hoffen, dass der Shuttle auch am Ausstieg ist.